So, dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days in der Starvation Mod. Ich bin der Zuvarok und da ist der Kuga. Auf dem Weg zum Selbstmordkommando. Genau, und irgendwo da hinten soll das Atomkraftwerk sein. Vielleicht. Wir wissen es nicht genau. Wir hoffen es mal. Wäre mal interessant. Oder wäre cool. Ja. Dann kommen wir strahlend nach Hause. Haha. Ja, genau. Über das komplette Gesicht, sozusagen. Die Frage ist, aber auf jeden Fall sehen wir das von fern, wenn das das ist. Ja, wir sind uns nicht sicher, weil das ist das Händlersymbol. Und wir haben ja unsere eigenen Händler eigentlich noch gar nicht gefunden. Aber die Quest hat ja auch das Händlersymbol. Genau. Ja, komischerweise. Mal schauen. Wie gesagt, ist ja eine Mod, ne? Und ich denke mal, da haben sie nicht alle. Da nehmen sie nur die verfügbaren Symbole, die man so hat. Ja. Gehen wir von aus. Lauf, Freund, lauf. So. Ja, es wäre auch sinnfrei. Also, ich meine, du sagtest ja schon, es ist eine Mod. Und extra für eine Mod die Engine mit den Symbolen anpassen. Nee, das macht man nicht. Nee, nicht für eine Quest. Richtig. Kommst du mit? Ja. Oh, so gerade. So, hier ist das Vorstadtgebiet, weißt du, die kleinen Hütten hier. Nix. Ich habe aber keine Ausdauer mehr. Nee, bei mir ist genau das gleiche Problem gerade so ein bisschen. Machen wir kurz ein bisschen langsamer. Hinter dir! Ich kann nicht schießen, wenn du hinter mir stehst. Quatsch, vor mir. Aua. Ah, nee. Nicht so dicht ran. Das mag ich nicht. So, das war's. Oh, der hatte eine Zahnbürste und Kopfschmerztabletten. Hey, super. Möchte wissen, wie die sich die Zähne putzt, wenn sie ein Benzinfass. Oh, ein cooles Auto. Nimm mit. So, der Zombie friert jetzt. Okay. Oldtimer Station Car. Aha. So, da hinten soll der Händler irgendwo sein. Wie weit sind wir weg? Oh, ein Stückchen. Oder das Atomkraftwerk, wie man es will, ne? Ja. Hier vorne ist noch irgendwas. Ach, das ist nur ein Wohnwagen. Warte. Ein Spinnennest. Das hört sich nicht gut an. Nee, da sitzt eine Grüne drin. Warte mal, ach, jetzt kommt da ein Zombie. Warte, den machen wir mal eben kurz weg. Ach, ein Kind! Was? Hier! Ach, großartig. Alter Schwede, nein. Ist das spooky. Das ist ja eklig. Sorry, aber... Hat das Kind ein Bart? Ich glaube, das ist Blut. Das kommt wohl vom Frühstücken. Ach Gott, das ist ja ekelhaft. Oh, und das Geräusch. Ich kann doch nicht mal... Ich kann Kinder nicht treffen, das geht nicht. Geht tatsächlich nicht. Alter, die können ja richtig Stiefel ab, wa? Aha. Hallo? Warum ist sie denn hinter mir her? Warum hinter mir? Oh, ich hänge am Baum. Ah. So. Gib mir dein Schulgeld. Alter Freund. Die hat nichts. Alter, das ist doch widerlich, oder was? Oh, hast du das Geräusch gehört, was die gemacht hat? Ja, es ist ja... So, pass mal kurz auf, bitte. Ja, was hast du vor? Den Geigerzähler in der Hand nehmen. Da fühle ich mich irgendwie sicherer. Okay. Ich höre ihn. Aha. Okay, weiter.
Halt, hier war irgendwas zum Looten. Oder war das der Stein? Keine Ahnung. Okay. Ey, ist das gruselig. Sieht aus wie ein ganz normaler Händler. Ja, ich würde auch sagen, das ist ein Händler. Aber wo finden wir denn das Kraftwerk? Also das ist ein ganz normaler Händler. Vielleicht sieht es ja nur so aus wie ein ganz normaler Händler. Getarntes Kraftwerk. Hörst du das Ticken? Ja, gleich geht sie los, pass auf. Ist ein normaler Händler. Reise zur Siedlung abgeschlossen. Okay. Okay, schade. Ja, hier ist es also auf jeden Fall nicht. Aber ich... Ah, jetzt habe ich den Fortschritt auch gekriegt. Lass uns mal rein, drin sind wir auf jeden Fall sicher. Was? Hab ich mich erschrocken, als du auf einmal aufgetaucht bist. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, da ist ein Geier. Vielleicht sind wir hier doch nicht sicher. Weil der kann durch die Wände. Oh. So, erstmal rein ins gute Stube hier und dann einmal auf die Karte lauern, ob wir irgendwas. Oh, der hat Schrotzen. Hat er? Für viel Geld. Wir hätten Geld mitnehmen sollen. Stimmt, irgendwas war da. Und was zu verkaufen. Wir sind aber nicht davon ausgegangen, dass es ein Händler ist. Maybe next time. Happy travels, Survivor. Oh. Dann looten wir ihm jetzt erstmal die Klamotten leer. Tja, also bei mir auf deinem... Ich sehe nichts. Ich muss noch kurz lauern. Da, Quest. Oh, hier war Stahl drin in der Werkbank. White River. Nuclear Plants. Find Plants. Komisch, ich hab nichts bekommen von ihm, von dem guten Knecht. Das ist auch kein Hinweis, also dass man irgendwo, wo das sein kann, das Teil. Warte, noch mal genau gucken. Find die Nuclear Plants. Wo kann das denn sein? Oder wird das als Schatz angezeigt? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. So, was ist denn, wenn ich das Ding nehme? Das muss irgendwie einen Grund haben, auf jeden Fall. Ja. Oh, da ist die Chemiestation. Oh, Wasser. Super. Okay. Da ist der Mischer. Die Forge. Wir hören ihn tickern. Mhm. Und der wird wahrscheinlich irgendwann lauter tickern. Frage ist nur, wann und in welche Richtung. Richtig. Oder ist nur irgendwas anderes auf der Map?
Ich sehe zwei Schätze und den Airdrops. Kann ich das kaputt hauen? Ich glaube nicht. Habe ich denn zwei Quests mit Schätzen? Oh ja, Stefan und Sarah habe ich. Stefan ist 265 Meter entfernt. Ja, aber das... Aber, also wenn, wenn wir hier den Nukleardings gekriegt haben, dann kann das Ding ja gar nicht mal so weit, extrem weit weg sein. Oder? Jetzt glaube ich auch nicht, dass das weit weg ist. Und so ein Atomkraftwerk, das müsste man eigentlich von der Ferne sehen. Ja. Glaube ich. Oh, Munition. Hey, super. Oh, ich lache mich schon wieder tot hier. Wo bist du? Atomkraftwerk. Oh, ich komme gerade eine Horde. Eine Horde? Okay, dann lass uns vielleicht doch eben kurz hier warten. Und da läuft der dicke Puma vor die Tür rum. Und die wollen hier rein. Ja, noch nichts. Naja, dummerweise, da wo die rein wollen, wollen wir aber wahrscheinlich raus, oder? Kann sein. Ja. Macht die Sache nicht einfacher. Wo bist du? Ich bin hier oben gerade. Ach, du bist doch oben. Okay. Ja, es steht einer direkt vor der Tür. Ach, der Puma ist hinne. Nee, der Puma ist direkt da vorne. Echt? Bist du unten? Schwarzer Puma Richtung Südwest. Na, den weißen habe ich erledigt gerade. Okay. Der ist hinten. Mal runter. So. Hey Jungs! Das ist ja ein einfaches Spiel hier, ne? Ja. Aber sollen wir versuchen abzuhauen? Ich denke auch. Okay. Spart Munition, ne? Ja, und die Munition brauchen wir hier. Pass auf. Ich mach mal auf. Okay, die ist hin. Okay. Oh. Aua. Oh, ich kann so nicht schießen. So. Gut, dann lassen wir gleich verdrücken. Parfüm braucht man nicht. Ah, da hängt noch einer in der Tür. Ja, lauf durch. Okay. Da ist aber der Puma. Wohin? Ach, da unten, Mist. Dann lass uns die andere Richtung. Na. Oh ja, genau in die Richtung ist der Schatz. Echt jetzt? Gut, ich laufe dir mal hinterher. Da war ein Salat. Mitten im Eisgebiet. Naja, warum nicht? Das ist wahrscheinlich ein Eisbergsalat. Ganz genau. Ja, super. Besuche ein Zeltlager. Oh, was ist da hinten denn? Da hinten ist auch irgendwie ein großes Gebäude. Was ist das? Da hinten ist so eine Stadt. Ich häng fest. Ist der hin? Oh ja. Da ist ein Zeltlager. Ja, okay, aber da hinten ist irgendwie eine Stadt. Ich hab dich doch gerade gesehen, du warst so. Ach, da unten bist du. Ja, da ist eine Stadt. Oh ja, ganz da hinten. Was ist denn das? Weit zu schwimmen. Müssen wir da hinschwimmen? Oder auch. Wo? Jetzt das ging über. Ach nee.
was Zerstörtes oder sowas. Oh, das hört sich komisch an. Was hört sich komisch an? Das hört sich gerade sehr komisch an. Was denn? So ein komischer Klang, so ein, weiß ich nicht, so ein Rummeln. Man weiß ja nie. Halt! Ah, Wildschwein, alles klar. Wilde Schwein! So, hier oben ist irgendwas. Ja. Was ist das denn? Ich denke mal, ich schätze mal, das sind Banditen. Oh, ich krieg dieses Mistluder nicht zu fassen. Habe ich recht? Weiß nicht. Du hin? Ja. Büroklammern, braucht keine Sau. Die dann wohl schon. Oder ist das noch ein Händler? Weiß nicht. Also wenn das ein Händler ist, ich habe so einen Händler noch nicht gesehen. Klopf, klopf. Oh. Ah. Hallo? Oh, was ist das? Achtung, der Ding ist drin. Achtung! Warum? Ich weiß nicht. Ich bin gestunt. Lauf! Oh. Alter Freund. Oh, was haben wir hier denn? Möchte ich da reinspringen? Ich weiß es nicht. Oh. Was ist mit dir los? Ich weiß nicht. Vielleicht hatte ich eine Blutung und hab sie nicht bemerkt. Ich kann dich noch nicht mal wiederbeleben. Nee. Ich glaube, ich müsste hier warten, wa? Aha. Ich gehe mal rein zu dem Knecht. Ja, versuch mal diese komischen Blumen zu pflücken. Da, die gelben. Hi, Eggert. Paco. Hallo, ein Paco. Was? Ein Amorsmith. Ah, ja, wohnt, du fänd, hast nicht gesehen. Okay. Eine Quest begonnen. Was für ein Ding? Ich habe eine Quest angefangen. Irgendwas mit Armor-Smithing. Okay, das war ein NPC. Das war kein Händler auf jeden Fall. Aha. Okay. Heißt das, wir werden hier rausgeschmissen, wenn wir hier drin bleiben? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Paco, ich könnte dich ja erschießen, ne? So, aber guck doch mal weiter, ob da noch irgendwo was ist. Ich versuch gerade. Ich kann hier nichts aufmachen. Ein Kopierer. Massenhaft Computer. Okay. Alter Freund, hier ist richtig was los. Was haben wir hier oben denn? Ein Schlafgemach. Hilft das? Oh, das hilft. Wenn man sich draufsetzt, dann fühlt man sich gleich wieder besser. Stimmt. Was haben wir hier noch? Dann hättest du vielleicht mal meine Leiche da drauf zerren sollen. Vielleicht hätte ich mich dann auch besser gefühlt. Stimmt. Ich versuche das dann nochmal. Nee. Meine Leiche ist ja jetzt nicht mehr da. Ah, nee, stimmt ja. Du bist ja schon weg. Was hat die Uhr denn? 12 Uhr. Alter Freund. Was haben wir denn noch hier Feines? Eine mördermäßig große Munitionskiste. Und irgendwas rülpst da draußen.
Ich hab ein Gewehr. Okay. Es war nur ein mickriges Jagdgewehr, aber immerhin etwas, ne? Hauptsache, es macht Knall. Mhm. Schon mal nicht schlecht. So. Das klingt nicht gut. Das gefällt mir nicht. Was haben wir hier? Eine kaputte Werkbank. Okay, bringt uns nichts. Ja, bei den kaputten Sachen ist meistens Material drin. Nee, da war nichts drin. Keine reingegangen. Das ist doof. Oh, warum finde ich jetzt so viele Nester? Frag mich nicht. Ich hör's doch. Ach du grüner Gott, was ist das denn für eine Riesenspinne? Was? Alter Freund, ist die riesig. Bist du eklig. Bist du eklig. Ich überlege gerade, ob ich wirklich zu dir kommen will. Zum Beispiel bin ich gar nicht mehr. Wo ist denn die? In dem Lager drin? Nein, draußen. Ah, die ist tot. Ein Schuss nur? Was ist das denn? Na gut. Ne, nicht im Lager, draußen. Okay. Full Deibel. Oh, hier noch eine Munitionskiste. Alter. Boah. Sind wir eben auch so lange durch Schnee gelaufen? Es kam mir nicht so viel vor. Keine Ahnung, auf jeden Fall. So, was haben wir hier oben? Oh, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Genau, irgendeiner macht hier lang wie Wind. Ja. Ich weiß nicht wer. Ach, Baum, lass mich los. Ja. Irgendwas, was faucht. Ja. Hast du das jetzt an der Hacken oder was? Ich drehe mich jetzt nicht um. Ich laufe weiter. Oh nein, da ist einer vor der Tür. Oh ja. Was denn? Hilfe! Was ist das? Wolf, glaube ich. Wolf, ach, ich muss nach ihm, ich muss nach oben, ich muss nach oben! Oh, ich hab keine Ausdauer! Könnte sein, dass ich den jetzt mit reinbringe und einen dicken Zombie. Und vielleicht noch den einen oder anderen Zombie mehr. Okay. Ich warte. Oh, ich komme nicht an die Tür. So, der Dicke ist gleich hin. Komm von der Tür weg. Ja, so ist gut. Ich weiß nicht, wo ich den Wolf verloren habe. Attacke! Auf. Rein. Zu. Alter, hier ist was los, Alter, Freund. Hier ist ja was los. Das ist ja nicht. Steine dahin. Das dahin. Ach, ehe ich mich jetzt wieder sortiert habe. So, den Rest einfach looten. Danke. So, ist hier was drin? Ist hier nichts drin? Ich will das am liebsten mal rauskriegen, ne? Hä? Ach so. Ich will ja nur nicht reinspringen und mich umbringen. Das tut ja nicht nötig jetzt gerade, ne? Das kann man ja ruhig ein bisschen dezenter machen. Definiere dezenter. Mit einem Leiter. Okay. Wenn es geht.
Ich weiß, ob das funktioniert. Mal schauen. Weiß nicht, ob du hier bauen kannst. Da ist doch eine Leiter, Mensch. Oh, ich bin unten. Ey, super. Hier geht's noch weiter. Warte. Okay. Ah, Chemiestation. Kaputt und leer. Okay. Da ist eine Tür. Ach, und eine Treppe. Und ein Safe, der gesperrt ist. Kann ich ihn aufhauen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Kann ich nicht. Schade. Oh. Was gefunden? Wir kommen hier direkt bei dem Safe von dem Händler raus. Ach so, darum? Nee, geht nicht durch. Aber gesperrt, ne? Mhm. Aber ist ja interessant, ne? Ist cool. Da ist eine Kiste? Ja, ich schon reingelauert. Okay. Sehr cool. Okay, Mensch, Uhrzeit 14.30 Uhr. Mhm. Ich habe ja eigentlich ziemlich alles abgegrast. Es dürfte eigentlich nichts mehr da sein. Okay. Oh, eben habe ich gefroren, jetzt schwitze ich. Kann der sich denn nicht mal entscheiden? Bei mir genauso. Warum schwitze ich denn so? Muss irgendwas wegwerfen. Händler Nummer 2. Oh, was ist Brille das denn? Brauchen wir nicht. Da ist ein Drops direkt vor unserer Nase. Ja. Oh. Zieh mal die Jacke aus, dann wird es ja auch nicht so warm. Was habe ich hier denn? Painting. Oh Gott. Na gut. Gib Platz. Was hast du gerade gesagt? Ich glaube, draußen ist noch Party. Okay. So, pass mal auf. Ich würde mal sagen, dass wir uns gleich verdünnisieren. Mhm. In welche Aber Richtung? Wohin? Ich denke mal Richtung Drops, dass wir den Drops mitkriegen. Ich habe null Platz, ne? Achso, ich habe noch ein bisschen Platz. Also Platz habe ich noch. 1, 2, 3, 4, 5 Stück, 5 Plätze. Müsst ihr reichen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Wir sagen mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wisst Bescheid. Nächstes Mal einschalten, nervt, wenn wir hier den Drops da. Mal gucken, Fanny. Wir suchen ja immer noch nach dem Atomkraftwerk, ne? Also wenn das einer von euch gesehen hat, sagt euch mal einen Tipp, wo er ungefähr sein kann. Wäre mal sehr interessant. Das können die uns wohl nicht sagen, weil, ne, Random Gen. Richtig. Stimmt, aber wo der ungefähr, also, ne, könnte ja sein, dass der einen bestimmten Platz hat. Kann ja auch sein. Vielleicht. Na gut, bis zum nächsten Mal und tschüssi. Ciao, ciao.